Hallo, hier ist Markus von Steinhardt Motorgeräte in Günzburg. Heute im Video 3 zeigen wir euch den Einbau des Scheinwerfersetzes. Bezüglich der Sicherheit für Ihres Gerätes ist zu empfehlen die von Husqvarna angebotene Versicherung von Hansa Merkur. Des Weiteren können Sie Ihren wertvollen Mähroboter auch noch mit einer Außenkamera überwachen. Des Weiteren sollten Sie mit Ihrer Versicherung abklären, ob der Mäher bereits mit Ihrer Hausratversicherung versichert ist. Sollten Sie eine Nebenfläche haben, die für den Mäher nicht direkt zugänglich ist, so empfiehlt sich die Installation einer zweiten Ladestation für die größere Hauptfläche. Soll der Mäher in einem unterschiedlichen Profil auf einer Fläche laufen, erfolgt die Einstellung des Profiles auch über Menü. Im Bereich Menü unter Untermenü Einstellungen können unterschiedliche Profile gewählt werden, wenn der Mäher auf zwei Flächen mit zwei Ladestationen läuft. Die einzelnen Einstellungen müssen jeweils dem Profil zugewiesen werden. Hallo, hier ist Markus von Steinhardt Motorgeräte in Günzburg. Ich darf euch heute bei uns in der Werkstatt begrüßen zu einem nachträglichen Einbau eines Scheinwerfersetzes in einen Husqvarna Automur 430X. Sollte das Gerät bereits gelaufen sein, sollte eine Grundreinigung des Gerätes erfolgen und der Einbau auch dieses Scheinwerfersetzes darf nur durch einen autorisierten Fachhändler vorgenommen werden. Beim Austausch der Messerklingen sollte generell auch immer die Befestigungsschraube erneuert werden. Es muss darauf geachtet werden, dass nichts passiert, da die Messerklingen sehr scharf sind.